Hochklettern, also heißt es, ich muss da lang. Was haben wir hier noch so? Warum hat er hier bewacht? Hier war nichts zu bewachen. Aber wir haben eigentlich auch nur eins von vier Geheimnissen bis jetzt entdeckt, ne? Ist ja auch schade. Mal schauen, wenn wir alle Geheimnisse. Ich weiß noch nicht, was das sein bringt. Aber. Was? Ich vergebe dir alles? Oder ich gebe dir alles? Oder habe ich mich jetzt verhört? Tja, Frau. Ja. Ist cool. Uniform, ich sehe das Hotel. Over. Okay, suchen Sie eine Stellung auf dem Obergeschoss. Dort haben Sie bessere Übersicht. Ja, nee, ist klar. Was? Gelange unbemerkt durch den Park. Unbemerkt! Ja, ihr seid ja witzig. So, die haben mir den Rücken zugekehrt. Das heißt, ich könnte ja eigentlich mal durchsprinten. Frage ist nur, muss ich jetzt lang? Da lang. Das heißt, ich laufe die ganze Zeit diesen Typen hinterher. Das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Was tickt denn der jetzt aus? Schmeidig, Junge. Alles cool. So, wir entfernen uns immer weiter von diesem Teil. Wir verfolgen einfach nur die und dann kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen. Hoffe ich zumindest. Es wäre wünschenswert. Kann ich nicht einfach hier übernehmen? Drehen Sie gerade? Scheiße. Gehen die jetzt weiter oder nicht? Fuck it. Fick you. Scheiße. Ist ne Gnarf. Ja, Leute, ich sehe keine andere Möglichkeit. Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre jetzt über diesen Zaun klettern. Und dann von außen herumlaufen. Dadurch, dass aber da jetzt ein paar Schweine stehen und uns sehen können. Fick you, er kann nicht drüber springen. Was für ein Bullshit. Blöder Winkel. 2-for-1 könnte ich hinlegen. Okay, wenn ich in einem bestimmten Winkel bin.
Los, komm. Oh, nice! Nice, Alter, nice! Fick you, ey. Der hat gesessen. Ein Tribble. Dafür gibt's keinen Erfolg. Irgendwer möchte mein Freund sein. Ja, aber ich bin eine Rarität. Man muss mit mir die Freundschaft erkämpfen. Auf Leben und Tod. Immerhin kann er sich glücklich schätzen, jetzt bei einem berühmten YouTuber im Let's Play. Ach, Leute, ist das traurig. Okay, wir schleichen uns jetzt weiter hier vorne hin. Ne? Halt, ist das ein Gegner? Oh, ist das Slenderman? Oh, nee, ist eine Bank. Kann ich ja mal Geld abheben? Ah, was ist gelb und kann schießen? Eine Banone. Ach Gott, ah, ach Gott. Flachwitz-Kanal auf YouTube. Da bin ich Sarazar ein. Da hat mir Sarazar einiges vor. Raus! Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstichchen heißt. Nee. Gut, dass jeder weiß, dass ich nicht schießen weiß. Nein. Dass ich Lucky Luke heiße. Genau, das passt besser. Da ist er so ein Special Soldat, da kriegt er mal scheiß Dinger nicht. Ich schaff diese scheiß Mauer nicht hochzuspringen. Ja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle die Treppe runtergelaufen. Aber wir spielen nun mal Amerikaner. Die sind da ein bisschen intelligenter als wir. Was? Was? Warum ist der online? Was ist da los? Verrückter Mongo. Hm. So, Ruhe hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Wir gehen natürlich den komplizierten Weg. Wenn es überhaupt ein... Wo muss ich hin? Ich soll die Umgebung sichern, okay. Coole Sache. Wäre aber besser, wenn ich das von oben aus machen könnte. Wäre um einiges angenehmer. Aber so wie es aussieht oder aussehen tutet, gibt's hier nicht gerade einen Weg. Na super. Die Rechnung will ich nicht bezahlen. Scheibenkleister. Ne, wir kommen nur hier und können nur von hier aus. Anders geht's nicht. So, dann wollen wir mal die Lage kurz checken. Na, ich drücke jetzt mal schießen. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Unter diesem Winkel sollte es eigentlich ein 2-for-1 werden können. Das Problem ist, der Typ hat einfach gut alles im Visier. Außer diesen hier. Der sollte nicht gesehen werden. Jetzt den hier, würde ich sagen. So, weg damit. Was? Was sind eine Pussy? Ja, genau. Da waren ein paar Büsche im Weg. Deswegen kann ich dich nicht sehen. Alle Ziele vernichtet. Weiter zum Overwatch. Gute Arbeit. Bewegung in der Nähe des Parlamentsgebäudes. Die wollen auf Sie los. Berichten Sie, sobald Kein Sie Ding. In Position sind.
Erstmal muss ich mich beeilen. Lauf, Forrest, lauf. Okay, jetzt wollen wir mal kurz ausruhen lassen hier. Nach diesem super Sprint, den selbst ich hingelegt hätte, ohne Probleme. Ich muss niesen. Wasser. Ich habe genießt. Falls es noch keinem aufgefallen sein sollte in dem Moment. Oh, jetzt ist dunkel, Schwarzblende. Was zur Hölle? Uniform, ich sehe Maddox, aber irgendetwas stimmt nicht. Scheinbar wird er nicht gefangen gehalten. Anderson, Diaz. Ich komme gleich zum Punkt. Wir haben ein bisschen spioniert und einen Anruf von Maddox, der aus eurer Basis kam, abgehört. Das müsst ihr hören. Ich sagte doch, alles ist vorbereitet. Macht dir keine Sorgen um unseren Schützen. Cole ist so leichtgläubig wie ein bekiffter Teenie. Sobald ich einen auf Gesetzeshüter mache, wird dieser Robocop auf alles reinfallen. Spiel einfach seine Rolle und alles ist in Butter. Alles klar. Einen gierigen Idioten zu spielen, sollte dir leicht fallen. Was soll das? Denk dran, Maddox war derjenige, der den Kontakt zu Marinoff erst hergestellt hat. Die haben uns einfach verarscht und hatten das die ganze Zeit geplant. Geplant, im Niemandsland von Milizen gefangen zu werden und sich dann einfach zu versöhnen? Wir wussten, dass Vladic der serbischen Armee Waffen abnahm, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Hielten es aber für unwichtig. Jetzt ist er tot und sie können sich alles unter den Nagel reißen. Nicht dein Ernst? Die Beweise sind deutlich, Sergeant. Wir wurden einfach verarscht. Nice! Getrollt wurdet ihr! Merganov und Maddox sind jetzt Primärziele. Razor, Sichtkontakt, kommen! Sie bewegen sich, ich kann nicht beide töten. Erlaubnis, den Verräter Karl Maddox zu... Und wie soll ich das machen? Steigt auch irgendwann mal aus, oder soll ich jetzt auf gut Glück ballern? Das war ein Befehl, drücken Sie den Abzug! Halt die... Was ist echt? Hab ich jetzt... wirklich? Oder war es jetzt einfach nur Animation? Boah, Slow Motion mäßig erschrocken und so. Das war deine Kugel, Arschloch. Deine Kugel. Scheiße. Eieieiei, da wurden die Amerikaner aber ordentlich mal verarscht, würde ich sagen. Freut mich halt schon irgendwie ein bisschen. Ich bin auch ein ziemlich sarkastisches Arschloch. Naja, wir drücken mal kurz fortsetzen, damit ich nicht nachher wieder allen Scheiß nochmal machen muss. So, wir müssen ja jetzt leider rausgehen, weil sonst ist das ja wieder weitere Spielerei. Das ist ja gerade das Blöde dabei. Super, ich freue mich. Amis haben auch das Maul bekommen. Wuhu! Okay, nein, ernsthaft, das war jetzt schon ein etwas spannenderes Level, würde ich sagen. Doch, das war schon ganz cool, jetzt mal auf sich allein gestellt und durch diese Straßen von Feinden mal gerannt und alles niedergemäht. Auch einen schönen Triple Kill haben wir gesehen, freue ich mich ja richtig tierisch drauf. Okay, wie gesagt, checkt die Videobeschreibung, um halt den Blog meines Kollegen mal zu erkunden, Kundschaften und sowas. Ich weiß nicht, ob er dort abonnieren kann, er weiß es selber noch nicht, weil er gerade noch alles einmal herausfinden ist. Trotzdem, merkt euch diesen Blog und achtet mal immer drauf. Ich werde ihn vielleicht dazu bringen, auch mal eine Facebook-Fanpage mal ranzukriegen, dass man halt dort immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch andere Aktionen hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schrotet alles in die Kommentare, was ihr spielen wollt, was ihr mal gespielt haben wollt, ob ihr mal neue Ideen habt, Community Beef oder sonst irgendwas, bin ich eigentlich für alles bereit. Am Sonntag gibt's ein Special Let's Play, also werden wir ein Special Let's Play machen, das ist morgen. Und der kommt dann, ich vermute mal, Montag, Dienstag raus, freue ich mich auch schon tierisch. Wenn ich meinen anderen Kollegen noch dazu kriege, wird es auch mit Bestrafung sein, das ist total cool. Okay! Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal online. Tschüssen!